Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge Transport Fever 2. Ja, letztes Mal hatte ich ja hier ein bisschen umbauen müssen und ich habe hier oben einen Zug verkauft, weil das war zu viel für diese Ölquelle und habe hier ein bisschen was geändert. Der eine Zug fährt jetzt komplett hier durch und macht das bisschen, hoffe ich, gut. So, wir jetzt gucken und dann haben wir das geschafft hier. Das ist nämlich der Zug, der jetzt wieder plus fährt. Genau. Und den Rest hier, das hier müssen wir noch ändern. Den habe ich jetzt mal vergrößert und mal gucken, ob der jetzt was auf die Reihe bekommt. Problem ist 46, okay. Problem ist halt, dass der hier zu wenig Dings bekommt, ne? Zu wenig Getreide. Und die ist einfach völlig überlastet, ne? Das ist das Problem. Die kann weniger abgeben und der Zug, der fährt nicht. Ich möchte jetzt eine Linie bauen. Bahnlinie ist ja schon da, ist zwar sehr, sehr weit. Aber wir haben hier einen Bauernhof. Wir haben hier einen Bahnhof. Hier haben wir keinen, aber das Vieh, mal sehen, vielleicht kann man das sogar noch mitnutzen. Die beiden liefern ja hierhin das Getreide, welches dann hier hochgeliefert wird an die Lebensmittelfabrik. Und da will ich jetzt mal gucken, ob ich es schaffe. Hier ist auch noch einer. Und hier kommt jetzt hier, mal gucken, ob ich das hier so lasse. Ich lasse das hier jetzt erstmal und hier kommt jetzt auch wieder so ein großer Umschlagplatz hin. Vielleicht verbinde ich die nach und nach wieder miteinander. Länger, so lang wie möglich. Da könnte sich nämlich wieder ein bisschen was ansammeln. So, und dann bauen wir das so. Das war die Musik. Na. Dass wir hier eine Verbindung schaffen. Ja, Bahnhof habe ich hier großzügig mit Straßen bedacht. Und hier die ganzen Häuser muss ich wahrscheinlich abreißen. Das kostet natürlich jetzt ein bisschen was. Aber ich möchte hier jetzt das Getreide zusammenfassen und gleichmäßig verteilen. So. Jawohl. Ich könnte es aber weiterlaufen lassen. Es ist nicht störend, was ich jetzt hier baue. Würde ich nämlich jetzt eine Linie machen von da. Beziehungsweise, wenn ich hier eine Straße hinbaue, ist die Verbindung mit Sicherheit auch schon da. Da brauche ich ja nicht mal eine Linie. Das ist zu weit weg, ne? Schade. Ich könnte höchstens hingehen und hier ein Gebäude hinsetzen. Da würde ich aber sehr gerne noch ein Gleis dran bauen hier. Der kann gar nicht groß genug sein, der Hafen, der Bahnhof hier. Wer weiß, was da noch alles passiert. Deshalb habe ich lieber noch ein Gleis dabei. Und mache da eine Passagierplattform eventuell. Weil ich möchte ja doch einiges an Regionalverkehr nachher mal hier laufen lassen. Kann man ja immer wieder umbauen, wenn es sein muss. Das ist ja schön an den Bahnhöfen hier. Dann ruckelt es ganz schön. Er scheint da doch Probleme zu haben.
Und dann kriegt er hier ein schönes Passagiergebäude. Oder brauche ich ein Gütergebäude? Ja, ich mach lieber mal erst ein Gütergebäude hin. Boah, ist der so ein Ruckel. So, und dann verbinden wir da mal die Straße und dann sollte das gehen, ne? Genau. Das war der Plan. Das verbunden und das verbunden. So. Jetzt könnten wir nämlich hingehen und könnten hier den Bauernhof einen Bahnhof bauen. Neunkirchen. Der Bahnhof wird aber als Abzweig gemacht. Machen wir auf jeden Fall schon mal zwei Gleise und gleich lang genug. Hochgeschwindigkeit natürlich, Oberleitung ja. Und den genau, und jetzt sitzen wir hier an Neunkirchen ran. Da können wir Neunkirchen mit jetzt gucken, ob ich da das so hinbekomme. Ah, da kann ich einen Kopfbahnhof machen, ne? Ist nicht gut. Kopfbahnhof ist nicht gut. Naja, muss ich relativ dicht hier ranbauen und die Straßenführung hier ändern. Sonst wird das nichts. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich den da ran bekomme. Wird ganz schön runtergebremst. Zweispurig, hm? Ja, geh mal zweispurig rein. Kriegen wir hin, ne? Und auch wieder raus. Oh, da wird es jetzt aber hier ein riesen Übergang. So machen, sonst macht er das nicht. Na gut. Weil hier auf der langen Linie will ich auf jeden Fall später einen ICE durchdonnern lassen, dass der hier gar keine. Muss ich gucken. Regionalbahn. ICE fährt dann quasi nur Saarbrücken-Frankfurt einfach nur hin und her. Und die Regionalbahnen hier, die verbinden das Ganze. Sind zwar auch hier dran verbunden. Eventuell mit einer dritten Linie dann hier durch. Homburg. Landstuhl. Rammstein nehmen wir vielleicht auch noch mit. Hätte ich den Anschluss hier nicht unbedingt gebraucht. Aber im Moment lassen wir es mal so. So, jetzt habe ich nur, dass das hier nicht zu weit ist. Mach wieder Gewinn, das ist ja Hauptsache, dann kann es laufen. So, wir gucken mal, ob wir hier. Warte, das machen wir anders. Machen wir erstmal ein großes Gütergebäude dran. Damit wir da keine Probleme bekommen nachher mit dem Abstand. Und hier ein Weg, Verbindung. Und
Ich hab's befürchtet. Bah, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Ich kann jetzt probieren. Hier noch ein Gebäude hinzusetzen, das vielleicht reicht. Das Ding kriegen wir mit. So, ein Versuch haben wir noch. Ne. Ah. Schade. Ah, das wird teuer. Das wird teuer. Aber muss jetzt sein. Die könnten wir lassen. Nee. Alles weg. Alles weg. Das auch. Nicht die Hauptspur kaputt machen. So. Gut, dann machen wir es doch anders. Dann machen wir nämlich jetzt hier. Ah, da kriege ich das hier zwar nicht dran gebaut, aber das könnte man dann später noch nachrüsten. So, ja, ich will das später verbinden mit einer Regionallinie für die Stadt hier. Und das lassen wir hier schön an der Fluss vorbeilaufen. So, aber dicht genug hier ran. Ah, das geht auch nicht. Es sei denn. Ich kriege das hier. So vorbei. Da wegmachen. Ich kann das hier doch auch wegmachen. Gott, ich glaube, ich hätte alles lassen können. Ne? Nee. Ah nee, stopp. Das hier ist das Gebäude. Da muss die Straße ran. Ja, okay. Dann ist okay. Aber das geht jetzt. Das geht. Gut. Da kann ich nämlich hier den Bahnhof hinsetzen. Aber warte mal. Machen wir hier eine Straße. Verbindung. Und schauen mal, wie weit wir da rangehen können. Wenn wir das dann wissen. Ab hier. Okay. Gut, aber ich gehe dann noch etwas dichter ans Wasser.
So. Mal gucken, ob wir das zweite dann später auch noch brauchen. Aber im Moment geht es mir ja nur mal darum, den Anschluss hier zu bekommen. So. Das nehmen wir auch noch mit. Wie kriege ich das denn jetzt noch daran? Nee, will ich mit dem Zug haben. Das will ich mit dem Zug haben. Und das hier dann eventuell auch. Muss ich noch mal gucken, wie viel das wird. Und tschüss. Ich darf nicht so weit ziehen. So, der Laden läuft aber wieder. Wir haben wieder Gewinn. Das ist die Hauptsache im Moment. So, dann machen wir doch hier eine schöne Straße hier am Fluss entlang. Was werden wir da einen Hafen setzen? Oh. Jetzt pass auf, jetzt geht's ab. Gespeichert habe ich ja, falls es schief geht. Wasserflugzeug. Passagierhafen. Mal gucken, ob wir hier den Hafen mit dem Bahnhof verbunden bekommen. Das wäre natürlich ein Träumchen, ne? Sollte aber gehen. Gehen wir hier ein bisschen weg, damit wir noch Gebäude hier hinbauen können zur Not. Muss gehen. Ich will, dass das geht. Ach so. Brauchen wir natürlich auch wieder einen Weg, ne? Oder ist das einfach nur zu hoch? Das kann sein. Gut, das kriegen wir dann aber eventuell hin. Da fahren wir hier ein bisschen mit dem Schiff. Fahren wir das. Das Getreide mit dem Schiff spazieren. Ne?
Das sieht etwas merkwürdig aus. Aber wir haben alles. Wir haben das, wir haben das, wir haben alles verbunden. Das heißt, wir haben hier einen schönen großen Umschlagplatz für Getreide zum Beispiel. Also wir sehen nämlich hier, gut, das läuft, das lasse ich jetzt erstmal laufen. 4 Millionen. Und hier ein Hafen nur für Getreide. Später vielleicht auch für... Wie weit fahren die? Also muss ich gucken, wie groß das Schiff ist, das da fährt. Das könnte funktionieren. Das vielleicht mit dem Vieh danach noch funktioniert, aber wichtig wäre mir jetzt erstmal das hier. Die können 200. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da einen Hafenanschluss bekommen. Dann brauchen wir nämlich gar keine LKWs. Nicht für den Fluss verbreitert. Kommt hier ein Hafen hin, ne? Ach, perfekt. So, jetzt hoffe ich nur, okay, so, jetzt pass auf. Erstmal das kleine Ding hier weg. Güter. Ne, Anlegestellen. Ne. Güter. Oh, da haben wir hier einiges, ne? Gleich, ne? Ja. Geht das nicht andersrum? Doch. Reicht. Ah, komm, ich hänge noch eins dran, dann sind wir etwas näher oben. Wir brauchen natürlich noch zwei große Anlegestellen. 100.000. Oh. So, die Verbindung ist da. Wir werden hier noch ein Gütergebäude brauchen. Für 200 Gütereinheiten, das ist doch mal was. Ach, die kann ich auch darüber erweitern. Da gucken wir mal nicht aufs Geld, ne? Was gibt's? Oh, 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 oh. So langsam werden die Flugzeuge interessant. Ah, aber guck dir mal den Preis an. Schlechter Zustand ist in mir im Moment... klein wenig egal. So, den Hafen hier muss ich natürlich auch noch. Oh, guck mal, hier ist der Brücke. Wo dann später noch der Flughafen hier hinkommt. Ich den auch noch verbunden bekäme, das wäre natürlich richtig gut. Da hätten wir Umschlagplatz für Flugzeug, für Gäste und für Tralala. Das wird natürlich Wahnsinn. So, großes Dock. Einmal so. Und einmal so. Zwei Anlegestellen, wer weiß, was noch alles kommt. Ja. Boah, das hätte ich auf dem Schiff machen können. Das war jetzt... Ich weiß nicht, ob der Zug... dass sich lohnt hier mit dem Zug. Aber gut, es wird ja nachher eine Regionalbahn für Fahrgäste auch. Also lassen wir es erstmal. So, da würde ich aber dann trotz allem hier noch einen Bock hinsetzen, eine Werft. Wo die letzten Endes sitzt, ist ja eigentlich egal. Dann machen wir eine Linie. Neue Linie. Beide nach SB Saarbrücken. So. Achso.
Schiff Getreide Saarbrücken, Station. Von da nach da. Oh nee, sag nur, das bleibt in der Brücke hängen. Oh, ich will nicht. Bitte nicht an der Eisenbahnbrücke. Nee. Die geht. Eng, aber es geht. Die stört. Gut, da müssen wir mal kurz stoppen. Ich hab's geahnt. Naja, ich muss hier von hier aus schon höher rausgehen. Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele LKWs jetzt zerstört, aber das sind einige. Und hier haben wir doch schon so einen bösen Absatz. Böse Brücke, ha? Steigung zu groß, okay. Wie kriege ich das nochmal geändert? Also mit N. Ja, also spezielle Brücke. Trotzdem eine krasse Steigung, aber... Jetzt auch nicht die Eisenbahnbrücke, bitte nicht. Ja, das ist doch grün. So, nochmal neu. Vielleicht brauche ich jetzt eine neue Linie. Schiffgetreide. So, ist ja jetzt egal. Da kann ich halt zuerst mal hier hinfahren. Ah, ah. Warum? Ach nee, ist ja immer irgendwas, ne? Hä? Ach so, ja, okay, ich habe hier noch eine Brücke. Ich habe ja noch eine Brücke, ist ja gut. Fährt da keiner rüber oder was? Hä? Das ist Steuerverschwendung. Brücke ohne Nutzen. Guck mal, die ist nicht angeschlossen. Okay. Gut, dass wir geguckt haben. So, jetzt brauchen wir ein gutes Schiff. Da kommt aber ein Anschluss. Oh, was es da schon alles gibt. Guck dir das an. Öltanker. 220 schafft der. Wird wohl einer wahrscheinlich nicht reichen. 27, 30.
Da reicht einer nicht, da müssen zwei her. Zack. So. Das gucken wir uns jetzt mal an. Lass die mal da rausfahren. Jawohl. Ach so, stopp. Stopp. Das Getreide muss ja noch da hoch, ne? Ach Gott, da muss ich schon ein Tuch bauen. Getreide muss hier hin. Stopp, wohin muss es? Ach du lieber Gott. Ich habe meine Karte ganz verdreht. Warte mal. So, jetzt haben wir es wieder, ne? Ja. So, da muss das hin. Da muss das Getreide hin. Da könnte ich ja schon mal eine neue Linie bauen. Getreide, Panzerbrücken. Boah, das ist ein Weg. Das muss ein anständiger Zug sein. Ich bin da nicht sicher, was hier funktioniert. Also ich bin vom Osten her, das ist ja Wahnsinn, ne? Fahren muss. Oh, Wahnsinn. Konnten nicht alle verbunden werden. So, dann müssen wir jetzt gucken. Haben wir irgendwo eine Unterbrechung? Was habe ich denn hier gebaut? Muss ja hier gar nicht anhalten. Das heißt, er könnte hier den Bahnhof vorbeifahren. Wenn man irgendwann brauchen, kann man anschließen. Ist zwar jetzt nicht so wirklich schön. Ja. Mal jetzt so lassen. Gut, trotzdem hat er irgendwo keine Verbindung. Wie geht das hier? Hier hatte ich mal was angefangen und nicht fertig gebaut. Die hört hier mittendrin auf. Warum? Steht ja voll auf dem Gleis, ne? Das ist auch blöd. Na gut, ist ja nichts passiert. Ich kann die ja hier wegreißen. Wo geht denn die hin? War irgendein Versuch. Mach die erstmal weg. Ah, okay. Ich weiß warum. Das war der Plan. Das war der Plan, hier eine Verbindung zu schaffen. Naja, warte mal, dann machen wir das hier anders. Dann machen wir hier. Hier runter. Naja,
Ne, müssen wir schon mit der Brücke anfangen. Ganz vorsichtig. Ja, zu hoch brauchst du jetzt auch nicht. Geht das? Brücke kann nur 90, ah ja, so wenig. Kann ich hier noch ändern oder macht er die? Keine Ahnung. Nutze die jetzt weiter, ja. Oder gehen wir hier wieder runter, sonst ist das zu hoch. So, lass mal gucken. Etwas aus der Richtung geraten, ne? Gewaltig. Ich wollte eigentlich hier ran. Ne? Ja, hätte auch funktioniert, wenn ich die Kurve genommen hätte. Quasi schon ab. Da muss ich schon Kurve nehmen. Ein Damm. Damm ist von mir aus auch gut. Steigung zu groß. Kollision. Oh, wow. Ja, und dann aber eine schnelle Brücke. Und hier müssen wir dann wieder irgendwann runter, ne? Das heißt, das muss weg. Wie weit geht denn das hier? Ist nur einspurig. Naja gut, lassen wir das mal so. Habe ich hier angeschlossen, aber auch nur, weiß der Geier warum. So, dann gucken wir mal, dass wir das von hier aus dann irgendwie hinbekommen. Und der 82. So, die Verbindung hätten wir doch jetzt, oder? Oder haben wir da irgendwo ein... Was hat er denn für ein Problem? Linie 1, ja. Könnte aber sein. Was ist das denn? Hm. Sieht aber seltsam aus.
Aha. Ich glaube, damals, ne? Sind wir hier überhaupt? Ah, Metz. Ach ja. Das hier ist kein Güterbahnhofanschluss. Das heißt, ich muss hier ein Gleisvorfeld bauen, das sich gewaschen hat. So, dann machen wir das hier erstmal ziehharmonikamäßig so. Oder harfenmäßig, sagt man ja, gell? Dann haben wir die schon mal. Nehmen die noch mit. Die auch noch. Da haben wir es aber alle. Ja, gut. Ich habe aber immer noch, habe ich jetzt ver... Moment. Linie 1. Machen wir nochmal neu. Ja, auf der Seite habe ich das Problem doch. Ach Mann, ich bin wach. Problem, ich muss hier jetzt eine Riesenbrücke hier drüber bauen, die dann im Gleisvorfeld drin hängt. Kann das sein? Oh nein, das kann das geht ja gar nicht. Ach nein, das habe ich getätigt. Andersrum machen, ne? Ich würde sagen, die erstmal verbinden, aber ich habe ja hier gar keinen Güterbahnhof. Ja, doch, habe ich. Ich habe einen Güterbahnhof. Brauche ich die hier erstmal gar nicht. Ich mache eine neue Linie. Warte mal. Linie 1 haben wir ja immer noch. Und da. Naja, ist schon ein Stück. Hier über die neu gebaute Brücke nach da. Geht nicht. Geht nicht. Warum nicht? Hier hinten ist doch völlig wurscht. Hier gehe ich raus. Ich weiß warum. Ja. Der schiebt den auf die falsche, das falsche Terminal. Ich brauche hier Terminal 3 oder 4.
Wieder falsch. Also, Moment, ich muss das hier anklicken. Terminals. Ja, 4. Also alles Güter. 2, 3, 4 und 5 ist Güter. 5 ist auch noch Güter. Also bin ich angeschlossen. Ah, da habe ich aber eigentlich, ja. Gut, könnte ich 5 nehmen zum Abladen. Das ist gut. So, probieren wir mal noch Terminal 3. Irgendwo habe ich noch keine Verbindung. Warum? Gut, ich sollte die beiden hier natürlich hier hinten auch nochmal verbinden. Ich find's raus. Jede Weiche kostet Geld, ich weiß. So, daran hängt es aber auch nicht. Linie 1, Linie verwalten. Machen wir nochmal weg. Und noch einmal Haltestelle hinzufügen. Saarbrücken. Ist irgendwo eine Kleinigkeit. Wahrscheinlich irgendwo eine Verbindung nicht ganz in Ordnung. Ich mache jetzt nur mal probeweise. Der läuft hier. Das ginge tatsächlich, ne? Also muss hier in dem Bereich irgendwo ein Fehler sein. Boah, ich habe schon einen bösen Knick drin, ne? Wie habe ich denn hier schon wieder meine Karte gedreht? Das verwirrt mich doch. Genau, ich habe jetzt Metz angeschlossen. Ich habe Diedenhofen. Genau, soll es hier über diese Special hier geht es schon nicht mehr. Aha, da haben wir hier zwischen irgendwo einen Denkfehler. So, hier geht's hoch. Hier rüber. Diese schöne grüne Brücke. Dann hier vorbei. Ach so, den habe ich ja. Der ist theoretisch nicht angeschlossen, denn Merzig Rohöl. Gut, dann ist es egal. Ja, ich weiß, wo es hängt. Der ist hier nicht angeschlossen. Hier ist der Fehler. Da ist er. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, glaube ich, noch
wieder den Bahnhof zu vergrößern, dann ist das Problem. Ich habe es gefunden. So, was kann jetzt hier in Plattformen? Ne? Ist das hier ein... Nee. Ich sehe schon, das hier wird auch wieder so ein Umschlagbahnhof. Und dann machen wir das jetzt mal ganz simpel und gehen mit dem Gleis hier dran. So, also jetzt nochmal. Super. Gut. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld ausgegeben durch den Bauerei hier. Wo ist denn hier ein... Habe ich hier noch ein Zugdepot irgendwo? Soll ich den komplett darunter schicken? Das sehe ich auch, ob es funktioniert, ne? Aber nee, komm, ich baue uns Brücke in Zugdepot. Da geht es ja nachher sowieso weiter. Ist das Schiff hier schon am Fahren? Nee. Nee, weil ich die Linie hier noch nicht eingerichtet habe. Und ich habe gebremst. Komm, lass doch laufen. So, ein Zugdepot. So, komm, ich mache jetzt hier einfach nur eins. Hier weg in die Richtung Saarbrücken Bahnhof, von da aus kann er ja in alle Richtungen. Glaube ich zumindest. Ah, das war jetzt dumm. Kann ich denn so drüber ziehen? Oh Gott, was ein Gegleise. Der kann aber jetzt nicht hier rüber, das ist ein Kreuz, ne? Na, war nicht gut. Das war nicht gut, aber... Ah, je, je. Nee, 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 nee. Komm mal her, das hier machen wir so nicht. So, lass mal überlegen. Ich komme von hier aus, komme ich auf alle Bahnhöfe. Also setzen wir das Ding weiter hoch. Depp. So. Genau. Dann bauen wir hier mal einen Zug. Der fährt ziemlich weit. Was kann denn der? Der kann nix, was ich will. Nee. Also der ist für Getreide 13. 13. Mehr haben wir noch nicht. Ne? Wir haben keine größeren. Eieiei, das wird nicht billig. 60 Millionen Hammer. Und was setzen wir da für eine Lok davor? Wir haben doch da was Neues bekommen. 14 Millionen, 370 kW, 240 Kilonewton. 30 Millionen. 200. Nein. Nein, nein, nein. Gut, bleibt nur die. Ja. 260, 240. Genau. So, Cargo. Oh Gott, ich sehe was furchtbares auf mich zukommen.
27 Millionen. 28 Millionen. 221 Kapazität. Das ist eigentlich noch zu wenig. 30 Millionen. Gut. Jetzt habe ich die falsche Waggons dran gehangen. Oh, weg. Das ist doch. Die musst du holen. Gehen wir mal auf 334 Millionen. Boah. Das tut weh. Das Schlimme ist, Zug. Bis der jetzt Geld bringt, das dauert. SB nach, weiß ich nicht mehr. Zug. Getreide SB nach Merzig. MZG. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht übernommen. Ne? Saarbrücken natürlich vollladen, da geht kein Weg dran vorbei. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier Getreide hinbekommen. In großen Mengen. Das schade ist die Verbindung her. Ja, sollte ich mir jetzt hier eine Linie einrichten, die das mit dem verbindet und einfach nur mal hin und her fährt. Muss ich probieren, ob das geht. LKW, Getreide, SB nach SB, B, BHF. So. Ja. Da hätten wir das Getreide, hätten wir schon mal hier. So, kann das sein, dass hier schon was passiert? Ja, das ist gut. Dann haben wir hier. Passiert noch nichts. Warum nicht? Verbindung ist da. Zug ist unterwegs. Ach, ich bin doof. Das ist doch eine. Ja, okay. Hier muss noch was hin. Ah. Ja, okay. Ich muss hier noch was dazu machen. Der soll dann hier hinfahren und einfach nur abholen. Oh, das ist blöd. Das ist natürlich blöd. Neunkirchen soll er einfach nur abholen. Dann in Saarbrücken warten. Ah, das gefällt mir jetzt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Die sind, glaube ich, sehr gut ausgelastet, ne? Obwohl. Die warten hier auch ganz schön lange. Pass mal auf, da geh du mal auf die Linie. Machen wir zwei Stück auf die Linie LKW Getreide Bahnhof. Ja, das war jetzt Guckfehler. Ich habe das Zeichen hier gesehen, aber das nicht mehr. So, pass auf, die schicken wir jetzt erstmal wieder zurück. Neunkirchen, genau, da fährst du jetzt mal hin. Und da kriegst du hoffentlich. Genau. Versand, volle Kanne, sollte laufen. Hält er sich aber nicht lange auf und fährt dann gleich hier hin, wo er dann
von den LKWs hier hoffentlich Getreide bekommt. Ja, da geht auch noch nichts hin, ne? Das dauert jetzt natürlich ein wenig. So, das ist der Brücke Nord. Okay, soll ja ruhig mal fahren. Das wird jetzt ein wenig dauern. Aber diese hier sollten eigentlich jetzt da stehen haben als Abnehmer. Noch nichts. Ja, die sind ja auch schon voll am Rödeln, ne? Mittlochgetreide, das ist doch das Ding, ne? Ne, Merzig. Da habe ich mal gespannt, wie das hier jetzt funktioniert. So, der hat jetzt hier abgeladen. Warum hat der hier abgeladen? Der soll hier nicht abladen. Der macht das hier rein. Nein! Nein, das ist, nein, du sollst hier nicht abladen, du sollst überhaupt nichts abladen. Du hast ja schon Geld verdient. Da dreh dich nochmal um. Fahr noch einmal zurück an Neunkirchen. Da. Mettlach Lebensmittelfabrik. War da Lebensmittel. Wieso auch Mettlach? Mettlach Lebensmittelfabrik. Okay. Wie geht denn die Verbindung? Ah, ich weiß wie. Den muss ich auch ändern. Der soll hier in Saarbrücke Nord nichts abladen. Ja, wenn das alles miteinander verbunden ist, und da wird das mit der Zeit schwierig, ne? Aber jetzt kriege ich wieder das Problem, dass hier... Der lädt immer noch ab. Ist er da aufgeladen? Oder wird er erst abgeladen? Soll nicht abladen. Zuggetreide, Linie. Saarbrücken. Nichts entladen. Nur laden. Der neue. Dann auch nur laden. Und da nur entladen. Soll er erstmal nichts laden, dass der da irgendwas mitbringt. Das ist mein Problem jetzt. Er lädt jetzt hier nichts um, ne? Weil zu viel weggenommen wird von den anderen. Boah. Schön. Ja, das war dann wohl zu viel des Guten. LKW-Getreidebahnhof. So nicht.
Okay, muss ich mir angucken. Kann ich so nicht lassen. Wird so nicht funktionieren. Macht zwar wieder Plus, aber der macht miese. Schon 2,5 Millionen. Er leert zwar auf, dann lasse ich den erstmal in Saarbrücken nicht halten, bis ich das geklärt habe. Da kann der in Saarbrücken, Moment, Linie verwalten, einfach durchfahren. Lade, wenn vorhanden. Zack. So, jetzt schicke ich noch einmal zurück nach Dingenskirchen, damit das sich auch lohnt. Saarbrücken. Ah. Na gut, egal. Da muss man gucken, ob das sich hier entwickelt. Jetzt ein weiter Weg, der sollte jetzt eigentlich hier. Fährt er hoch, das ist natürlich ganz schlecht. Da würde ich mal gerne mitfahren. Sehr schön. Hier ist noch alles tot, da ist noch nichts los. Aber die Häfen, die Bahnhöfe sind schon mal da, ne? Oh ja, müssen wir gleich mal gucken, ob die Schiffe, das Schiff, das jetzt auch darüber schafft, dass wir den hier immer gut voll bekommen. Und der bringt uns dann das Getreide hoch. Ah, ich weiß, ich habe völlig überzogen. Eine Stunde neun. Wahnsinn. Egal. Das gucken wir uns mal an. Oh ja. So, ich glaube, wir sind da. Ja. Da kommt gerade der, ne, der wartet hier. Das ist der, die. So, jetzt gucken wir mal, was er für Kohle mitschleppt. Bei 120 ist das natürlich nichts. Okay, wenn der voll ist, müsste der eigentlich 10 Millionen bringen. Ne? Gut, was ich jetzt mal gucken will, wie das hier läuft. Aber da kriegen wir ja unser 105. War das Schiff schon hier oben? Ah, super. Da kann das hier so laufen von mir aus. Dann nehme ich hier die Linie weg. Bahnhof, siehst, der macht nämlich gar nichts. Komm, ich schicke mal wieder auf die
Mir doch egal, wohin. Getreide. Wie heißt die Linie? Getreide zerbrücken. Nee, Getreide Arbeit. Sag mal. LKW Getreide Arbeit Saloy. So heißt sie. Okay, da schmeißen wir die hier wieder weg, weil da passiert eh nichts. Auf eine hier und eine dahin. Gut, erledigt. Mal sehen, was hier passiert. Später mal. 248. Der macht es ja nicht da rein. Nee. Das wäre jetzt natürlich auch noch so ein Problem geworden, wenn der das da rein gemacht hätte. Jetzt hätte ich das müssen irgendwie. Das ist gut, das ist sehr gut. Wir warten 36, okay. Gut, das wäre, wenn das ja funktionieren würde hier, aber was mache ich mit dem Viehzeug? Die muss ja dann verarbeitet werden. Wo? Oh. Okay, guck mal in der nächsten Folge. Das hier scheint jetzt zu funktionieren. Das Schiff hat zwar miese im Moment, habe ich da zwei drauf geschickt. Bringt ja so viel. Nee. Brauche ich eigentlich auch keine zwei, habe ich da zwei drauf geschickt. Oh nein. Komm her. Da reicht erstmal eins. Aber ich verkaufe das wieder. So, ich bedanke mich fürs Zugucken. War ein bisschen länger heute. Ein bisschen viel länger. Macht nichts. Bis dann, euer Opa Gamer. Wenn es euch gefallen hat, natürlich sehr gerne ein Abo oder ein Like oder was auch immer. Bis dahin. Ciao, ciao.